Bikini. Ja, ich bin Hannah Völkel, ich bin Musicaldarstellerin. Ich komme aus Hamburg, ganz ursprünglich aus Tübingen, aber das hört man, glaube ich, nicht mehr. Genau, und ich darf die Britta spielen im Bikini-Skandal. Sie bringt eine Menge Erfahrung mit. Ich habe mich selber gewundert, dass das jetzt das erste Mal ist, dass wir zusammenarbeiten, aber ich freue mich, dass es endlich mal geklappt hat. Ich durfte Maureen in Rent spielen. Das habe ich sehr gefeiert, weil es ja genau das Stück war, mit dem ich angefangen habe. Und dann auch noch die Rolle, die ich am coolsten fand. Das hat sehr Spaß gemacht. Ich habe Sherry in Rock of Ages spielen dürfen. Rock'n'Roll, Party, das war super. Und jetzt Kathy und die letzten 5 Jahre. Ja, das war auch eine besondere Ehre. Ich glaube, ich bin auch ein sehr nachdenklicher Mensch. Ich glaube, das passt ganz gut zu mir. Und auch manchmal so Sachen von außen zu beobachten. So die Kioskbesitzerin, die alles im Blick hat, alles versteht, aber nicht immer redet, über was sie verstanden hat. Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg von mir. Die Britta hat eine Wahnsinnsballade in dem Stück und ich freue mich schon sehr drauf, sie zu hören von Hannah. Es ist super peppig, lustig. Krimi-Geschichte funktioniert ja auch immer. Ja, komm vorbei.